Einkehr, das wäre die Übung Nummer 5. Der Mensch soll Einkehr halten, der Mensch solle sich Zeit für sich selber nehmen. Wir gehen heute davon aus, dass wir, wenn wir zu uns selber kommen, dass wir verreisen, dass das ganz wichtig ist. Dass wir endlich, wenn wir Urlaub haben, endlich zu uns selber finden werden. Das ist vollkommen unphilosophisches. Weil um zu sich selber kommen, um Einkehr zu finden, muss ich nicht verreisen. Das heißt, ich muss mich nicht fortbewegen, sondern die Einkehr geht ja ganz in die andere Richtung. Das heißt, in Richtung, heute sagt man das, Meditation, heute sagt man dazu, dass man einige Tage in Klausur geht, dass man Exerzitien übt. Also da gibt es viele Namen dafür. Nirgends ist man so frei wie in sich selbst. Und das ist abhängig davon, welche Grundstimmung, welche Grundgestimmtheit man hat. Es gibt Menschen, die haben eine Stimmung in sich, denen es fällt schwer, ruhig zu sitzen. Anderen bereitet es überhaupt keine Schwierigkeiten. Spannende Geschichte ist zum Beispiel, dass in Schulen mit kleinen Kindern, mit jungen Menschen, immer öfter auch meditiert wird. Dass sie sich wesentlich besser konzentrieren können, wenn nicht mehr Leistungen, mehr Tests, PISA und so weiter und so fort auf sie eindringen, sondern wenn ihnen einfach mal Zeit gibt, ruhig zu sein, sich hinzusetzen und zu atmen und das zu denken, was ihnen gemacht durch den Kopf geht. Wie oft nehmen Sie sich die Zeit für die Einkehr? Dass man wirklich immer sagt, jetzt habe ich 5 Minuten, jetzt habe ich 10 Minuten. Halbe Stunde, nur für mich.